genau. Erstes Männerrennen. Wie ist denn so die Adrenalinlage? Relativ hoch, weil die Straße auch so ein bisschen nass ist. Aber wir gehen einfach davon aus, dass am Ende alles okay ist und man hier auch nicht drauf treten kann. Für die Horrorgeschichte kann ich natürlich hier aus meinem Nähkästchen richtig plaudern in Umag. Von 5 Starts, glaube ich, 3-mal gestürzt, 1-mal nicht gefinisht und ja, 1-mal irgendwie angekommen. Aber da war es nicht. Also du heute nicht so? Ja, ich hoffe mal nicht. Er macht 1 Start, 5 Stürze. Ist da noch so ein Bekleidungstipp jetzt für die Wetterlage hier auf See? Das ist die Männerflasche. Ich denke, wir werden nur von unten nass, von daher kann man erstmal locker mit Weste losfahren. Ein bisschen Ärmlinge und ich wollte natürlich nicht die Überschuhe vergessen. Handschuhe? Nö, ist nur was für Amateure. Noch bin ich relativ entspannt und schaue einfach mal, wie das abläuft. Ich will heute viel lernen und versuchen, Robsi so gut wie möglich zum Schluss zu unterstützen. Ja. Weißt du, wo so der Unterschied ist zwischen den Juniorenrennen und jetzt so einer Männergeschichte hier? Es ist halt ein Stück länger und wahrscheinlich zum Schluss etwas schneller als bei uns. Ja, Respekt ist da, aber ich denke, dass wir uns trotzdem gut durchsetzen können und einfach cool bleiben. So, und du? Erstes Männerrennen? Ja, mal schauen, was auf mich zukommt. Wetter ist halt nicht so gut. Aber bin ja auch nicht hier, um Spaß zu haben, ne? Ist halt immer gefährlich, vor allem wenn es jetzt hier anfängt, so leicht abzutrocknen dann noch. Wenn du immer mal nasse und trockene Stellen hast, gerade mit diesem Kreisverkehr, wo meistens auch noch so ein Fußüberweg vor ist, die so extrem schön in einer roten Farbe laminiert sind, die sind arschgeil, die Dinger. Aber ja, ich denke, es sind jetzt viele gute und auch viele erfahrene Teams dabei. Ich denke, die werden das zum Großteil wissen, dass man hier nicht mit einer 100 da reinfahren muss. Wieder los und ja, es heißt jetzt ganz schnell wach werden, aus dem Winterschlaf kommen und auch ich mich wieder konzentrieren. Wir sind wie in jedem Jahr in Kroatien, Region Umag, fahren dort heute die Umag Trophy, ein 1.2 Rennen der Klasse UCI. 6 dürfen starten, wir sind mit 6 am Start. Die anderen 4 sind am Trainieren fleißig. Sonntag haben wir direkt das nächste Rennen, da mischen wir dann ein bisschen durch. Da sind die anderen 4 dann an der Reihe. Das ist hier immer ganz gut. Trainingslager verbunden mit Radrennen. Wir haben dann da folgend noch die Istiens Springtrophy in der Rundfahrt. Wir können dazwischen immer gut trainieren. Ein Hotel, ganz angenehm. Und kann man die Jungs ein bisschen zusammenführen. Ist, für mich persönlich schon eine wichtige Zeit im Jahr, weil wir sonst die Jungs nie wieder in der Masse so zusammenkriegen. Die Jungs haben mich schon wieder schön zum Lachen gebracht. Ey, fetzt, macht Spaß. Velika borba, molim vas veliki aplauz za njih, big aplauz, big finish, big finish i to je to, to je to, čestitke, uspjela je u potpunosti ova utrka.
Thank you.